So, jetzt, wie schon erwähnt, Zündkerzen wechseln. Ich habe immer ein bisschen Werkzeug, Spitzhange, 10er Ratsche, Langnuss, wenn es geht. Drehmomentschlüssel mit 30 Newtonmeter, eine Zündkerzennuss mit Verlängerung, Schraubenzieher, Krimskrams und mein Endoskop. Und jetzt wollen wir uns das eben hier mal anschauen. So, jetzt habe ich auch Handschuhe an. Wenn das Video immer mal kurz geschnitten werden soll, dann liegt es daran, weil ich niesen muss. So, Freunde, ohne Brille geht's nicht. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt der ganz coole, liegt am Niesen. Aber gut, schauen wir mal. Als erstes müssen wir mal hier die Verschraubung lösen. Ja? Wie gesagt, 10er Nuss. Dabei aufpassen, dass ihr nur die obere Mutter löst. Manchmal drehen die unteren sich mit. Dann muss man die ein bisschen gegenkontern, dass ihr eben die Erdung, die an der Zündspule dran ist, nicht abreißt. Ne? So. Wie gesagt, schafft man eigentlich selber, wenn man keine zwei linke Hände hat, kriegt man das hin. Ob danach das Auto läuft, werden wir sehen. Dazu sei aber gesagt, man kann die Zündkerzen wechseln, wenn der Motor, also man kann sie rausdrehen, wenn der Motor noch warm ist, natürlich nicht heiß warm, aber man sollte die neuen erst reindrehen, wenn er wirklich abgekühlt ist, also handwarm ist. Also nicht Autobahngeballer, Zündkerzen wechseln und dann wieder anziehen mit 30 Newtonmeter, das klappt nicht. So. Dann hatten wir jetzt hier, ich weiß, da gibt es verschiedene Tricks, diese zu lösen. Da gibt es extra solche so Werkzeug dazu. Habe ich nicht. Ich mache das immer so. Ich gehe da drunter. Und dann macht es Klack in der Regel. So. Klack. Klack. So, und dann könnt ihr die Leiste nach oben ziehen. So, was hier ein bisschen blöd bei unserem Modell ist, dass hier oben dieser Hauptstrang lang geht und der hält das ein bisschen an Ort und Stelle. Das ist aber jetzt kein Problem. Die Erdung legt man nach hinten weg. Die ist wichtig, aber in dem Fall jetzt mal nach hinten weg. So, jetzt haben wir hier die Zündspulen. Ja? Die sind auch noch mal festgeschraubt, deswegen am besten eine Langnuss nehmen oder einen 10er Gabelschlüssel, weil du kriegst sie sonst nicht raus. Und das sind jetzt Stehbolzen, also du drehst quasi die Mutter mit samsten Bolzen raus. So, jetzt sage ich natürlich gleich dazu, also übrigens Zündreihenfolge ist 1, 2, 3, 4. Jetzt steht da natürlich der Mutter an irgendeiner Stelle Position. Jetzt kann es sein, dass zwei Kolben oben sind und wir da nicht so viel filmen können. Jetzt könnte man natürlich den unten an der Kurbelwelle durchdrehen, den Motor. Du kommst aber von hier nicht ran. Du würdest rankommen, wenn du auf der Hebebühne stehst, von unten könntest du ihn durchdrehen. Das Glück habe ich jetzt in meinem Fall hier nicht, eine Hebebühne zu haben. Also müssen wir damit leben, was wir jetzt sehen. Aber aufgehoben heißt ja nicht aufgeschoben. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Wie gesagt, mein Motor, der ist jetzt 4 Stunden gestanden und ich bin nur eine kurze Strecke gefahren. Also da kannst du überall hinfassen, der ist hier, das ist alles, das ist nichts heiß. Natürlich so eine Zündkerze, die kann aber schon heiß noch sein. Die also am besten mit Handschuhen anfassen. So. So, jetzt haben wir hier die 4 Schräubchen raus. Jetzt gibt es dafür extra Abzieher. Jetzt ist das aber so, der Motor ist jetzt 3 Jahre alt und 65.000 Kilometer. Die kriegt man in der Regel so rausgezogen. Aber es gibt so Abzieher, gerade für Werkstätten, die dann so rausziehen können. Aber in der Regel klappt das auch so. Einfach so ein bisschen hin und her notteln und dann fest dran ziehen. So, das ist es. Man sieht auch, weil jetzt nachher werden viele Motzen her, warum macht denn da keinen Steckerfett hin? Du kannst hier extra Zündkerzenfett hin machen, dass die schön leicht und wieder rausgehen. Das brauchst du aber beim ersten Wechsel nicht machen. Ist meiner Meinung nach, sagen auch andere in der Werkstatt. Deswegen, also man sieht, hier ist noch Kerzenfett dran, deswegen mache ich da auch keine neuen dran.
Jetzt lege ich die mir auf ein neues Tuch genauso hin, wie sie drin waren. 1, 2, 3, 4. Ja? So, die nächste mal versuchen. Wie gesagt, einfach ein bisschen dran nutteln und dann gehen die eigentlich ganz gut raus. Auch da sieht man, es ist genug Steckerfett noch drin. Wie gesagt, wenn die mal länger drin sind, dann kann es sein, dass das hier abreißt. Die Dinger kann man aber nachkaufen, diese Hülsen. Ja, aber wenn die, wie gesagt, die kann man auch einfetten, aber macht beim ersten Wechsel meiner Meinung nach keinen Sinn. So. Wie gesagt, wenn sie dann mal kommen, dann kommen sie auch da wieder genug Zündkerzen, Steckerfett noch dran. Also wie gesagt. So, und jetzt versuchen wir noch die letzte. So. Auch das. So. Jetzt sieht man da hinten schon die Zündkerzen. Jetzt ist das so, jetzt kann in den Stecker immer dieses Fett ein bisschen fest werden und abfallen. Es könnte theoretisch Dreck dahinter fallen. Jetzt blase ich die kurz mit dem Kompressor aus. Und am besten Schutzbrille tragen. Ich habe ja meinen Sonnenmonokel hier. Und dass einfach der Dreck, der da drin ist, mal rausfliegen kann, dass der nicht in den Brennraum fällt. Da sind jetzt aber keine großen Steine oder irgendwie was drin, was jetzt den Motor wirklich zerstören könnte. Aber es muss ja nichts rein, was nicht rein soll. Ne? So. So, jetzt sieht man hier die Zündkerzen, 4 Stück. Jetzt habe ich hier meine Verlängerung. So, fangen wir mit der ersten an. Vorsichtig drauf. So, ich löse jetzt erst alle. Zündkerzennuss hat den Vorteil, dass sie eben magnetisch sind und dir die Nuss nachher nicht rausfliegt. Du kannst jetzt auch zum Beispiel einen Gardena Gartenschlauch nehmen oder so eine Hülse von der Zündspule und die dann raufstecken. Oder du nimmst die Zündspule und steckst sie rauf, dann kannst du die Zündkerze auch rausziehen. Aber eine magnetische Nuss ist ausreichend. So, jetzt haben wir die gelöst, jetzt können wir die von Hand hier rausdrehen. Ein paar Gewindegänge. So, das meine ich. Jetzt bleibt die da dran kleben. Zündkerze ist nicht heiß. So, mal sehen. Schön rehbraun finde ich. Auch mit Brille. Ja, mal hier, was sagt ihr? Ja, finde ich, sieht okay aus. Und das Gefährliche ist eben jetzt, dass diese Elektrode da oben, dass die abbrechen kann und dann fliegt die dir in den Brennraum rein und dann ist da Grande Malheur, Feierabend. Oder die Keramik platzt auf und der Rest vom Innenleben fliegt rein. Und deswegen muss man die einfach wechseln. Ja. Also raus die Dinger. So, wir schauen da mal mit dem Endoskop rein, wie es aussieht. Ich weiß nicht, welche Kolben oben stehen. Zwei werden unten sein, zwei werden oben sein. Werden wir sehen. So, auch hier Dichtung hat schön getragen, Kupferdichtung unten. Also auch rehbraun, aber da wird auch nichts sein. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich tanke immer nur den besseren Sprit und das macht sich eben schon bemerkt, ja, weil Bioethanol ist einfach scheiße. Aber wie gesagt, anderes Thema, gehe ich jetzt heute nicht drauf ein. Regelmäßig Ölwechsel, Zündkerzen, gutes Benzin, dann hast du da eigentlich keine Probleme. Ja, wie gesagt, die sehen alle gleich aus. Na? Keine Probleme. Alles gut, keine Probleme. Chef, keine Probleme.
Aber echt verrückt, du hast eine Sonnenbrille auf und du hast keine Probleme mit, mit Heuschnupfen, also weniger Probleme. Wahrscheinlich hätte ich ja auch eine Schutzbrille aufziehen können, aber sieht halt doch cooler aus mit Sonnenbrille, gell? Wenn der Dude hier zum Kerzen mit Sonnenbrille wechselt. So. Ja, überall dasselbe Spiel. Ja, so, raus. So, jetzt haben wir hier unser Endoskop. Bin echt begeistert von dem kleinen frechen Teil. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir starten hierzu die Aufnahme. Und wir fangen mal im vierten Zylinder an. Da sieht man ja auch den Zündkerzenschacht. Da unten ein bisschen Verbrennungsrückstände, wo eben die Dichtung trägt. Na komm. So. Okay, man sieht, der Kolben ist recht weit unten. Okay, jetzt habe ich beim Einführen die Kamera ein bisschen gedreht. Also so schräg steht der Kolben da eigentlich nicht drin. Okay, was sieht man? Man sieht da, was wir sehen, sehen wir nichts. Nee, Spaß. Und zwar habe ich nämlich mal einen Injektorreiniger durchlaufen lassen. Und was man eben sieht, ich blende mal ein Bild von letzter Woche ein, dass der eben jetzt anfängt, das da zu reinigen. Ja, ich wollte jetzt nur nicht mehr so lange warten. Aber man sieht jetzt schon wieder schön, wie der das rauswäscht. Ne? Jetzt schalten wir mal um auf die andere Kamera. So, jetzt sieht man hier schön den hohen Schliff. Ja, ich mache jetzt hier keine 360 Grad. So, jetzt gehen wir mal hier vorsichtig wieder raus. Jetzt müssen wir mal so ein Ventilchen sehen. Okay, steht auch offen gerade. Ja, guckt euch das da mal an. Einlassventil. Also das nenne ich doch mal astrein. Keine Verkorkungen dran. Hinten klar, so ein bisschen Ölkohle da hinten am Einlass, also am Kanal. Aber das Ventil, perfekt. Schaftdichtung sieht man jetzt nicht. Ja, das ist doch mal. Ich kann leider das Objektiv nur manuell drehen. Ich sehe jetzt nicht. Also ich kann das nicht im Brennraum drehen. Ja, top. Sieht man auch die Überschneidung. Weil ich würde sagen, der Brennraum sieht doch super aus. Ja, was das da hin ist? Das da, das schwarze. Wir werden es wohl nie erfahren. So, und jetzt schauen wir uns eben die anderen an. Also wie gesagt, vierter Zylinder. So, jetzt gehen wir einen dritten mal rein. Ich versuche mal die Kamera ein bisschen zu drehen. So, jetzt sind wir hier drin. Okay, da sieht man das, die Einspritzdüse. Ah, und der Kolben steht oben. Und auch dort sieht man, wie der eben den Dreck angelöst hat. Und der wird halt jetzt eben mit verbrannt. Na? Also der Kolben steht gerade oben, dann müsste der daneben auch oben stehen. Da brauchst du echt Gefühl. So, aber man sieht schön, die Einlassventile sind geschlossen. Einspritzdüse. So, gehen wir mal eins weiter. Ja, wie gesagt, der Kolben steht jetzt auch oben. Der ist im Verdichtungstakt, so wie es aussieht, weil die Ventile geschlossen sind. Aber wie man sieht, Ventile sind schön sauer. Nur was das da drüben vorhin an der Kopfdichtung war, der durchbläst. Wie gesagt, wenn ich das so drehe, sieht man die anderen Ventile.
Ja, aber der Kolben steht so gut wie oben. Ja. So. So, und jetzt der erste. Und der müsste jetzt wieder ganz unten eigentlich sein. So. Ja, wie gesagt, der steht ganz unten. So sieht man wieder schön den hohen Schliff. Wie gesagt, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ja. Sieht, dass der Kolben hat so leichte Auswaschungen. Da muss ich mich mal schlau machen. Wie gesagt, ich habe natürlich jetzt den Reiniger. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie das vor einer Woche noch aussah. Der löst natürlich solche Verkrustungen. Dafür ist der natürlich da. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Ventile an. Mal kurz das Objektiv wieder drehen. So. Und so wie es aussieht, ist der am Arbeitstakt gleich geöffnet. Ja, da ist der obere Totpunkt hier, die Kante. Bis dahin fährt der Kolben oder der letzte Abstreifring. Ja, und so sehen die Kolben aus. Also. Nochmal eine andere Aufnahme. Ja. Kann sogar die Nummer lesen. Kolbentaschen. Ventiltaschen besser gesagt. So, jetzt mal schalten wir nochmal um. Hohen Schliff. Kann man doch nichts sagen, oder? Ich mache jetzt mal noch ein paar Bilder. Eine Ewigkeit später. So. Gut, gut ruht. So, jetzt noch ein kleiner Nachtrag zum Teil 2. Wir haben uns den ja jetzt angeschaut mit dem Endoskop. Ich bin mit dem Ergebnis vom Endoskopieren, also mit der Arbeit, nicht ganz zufrieden, weil halt einfach die Qualität nicht so berauschend ist. Deswegen werde ich da mal nachbessern. Jetzt schauen wir uns das mal einen Monat an. Ich habe ja den Reiniger dadurch. Was man schon sieht, dass eben die Verkrustungen oder die Antrocknungen eben ganz trocken waren, wo ich das erste Mal endoskopiert habe, wo ich es mir da nicht nehmen lassen habe, da mal so eine Zündkerze zu ziehen. Und jetzt hat man eben gesehen, dass diese Anhaftungen, Verkrustungen eben sich, dass sie feucht waren, dass sie sich auflösen. Und das würde ja dann für diesen Injektorreiniger sprechen. Wie gesagt, ich tanke immer Premium-Kraftstoff. Ich habe da auch schon ein Auto in Aussicht, auch ein Formentor, wo ich weiß, dass der immer nur 95 Oktan bekommen hat und hat ähnlich viel Laufleistung. Ich glaube, der ist jetzt bei 56.000 oder so. Und den würde ich mir dann mal anschauen. Und dazu würde ich mir dann auch ein besseres Endoskop besorgen, wo man auch mal um die Ecke gucken kann. Leider hat es ja beim zweiten Mal nicht geklappt, dass man mal in die Ansaugbrücke reingekommen ist. Wie gesagt, ich habe nur so ein starres Endoskop und du musst da einfach um die Ecke. Und ich glaube, da sind auch solche, ja, solche Klappen drin. Ich weiß nur nicht, ob die verstellbar sind oder ob die fest sind. Und in der Ansaugbrücke. Und da musst du halt aufpassen, dass du da nichts kaputt machst. Ansonsten hat das alles tadellos geklappt. Ich habe nichts Großes festgestellt. Die Zündkerzen, die alten, die waren alle in Ordnung. Das ist ja auch eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass VW die bei 65.000 eben wechseln lässt. Oder bei 60.000 besser gesagt. Und mir war es halt ganz recht, dass ich dabei mal in die Zylinder mal reinschauen konnte. Und wie gesagt, wenn ihr in der Garantie oder
ja, in der Garantie oder in der Kulanzzeit noch seid, dann bitte das in der Werkstatt machen lassen, dass das eben dokumentiert ist. Und das ist eben ganz wichtig. Und wie gesagt, was ich auch nochmal sagen will, wenn man wirklich überhaupt gar keine Ahnung von der Materie hat und man meint, man schaut sich 3 Videos an, wie man Zündkerzen wechselt, kann ich euch das nicht empfehlen. Weil das ist, A, ist das wirklich gefährlich, zweitens kann man viel kaputt machen und den Ärger kann man sich sparen und das kostet nur wirklich nicht die Welt. Und manche haben ja schon geschrieben nach dem ersten Teil, warum denn die Zündkerzen 28 Euro beim Händler kosten und 18 bei beim Shop im Internet. Ja, weil halt auch der Händler dran verdienen will. Ist ja auch völlig legitim. Und ich habe die einfach bei mir beim Händler bestellt. Wie gesagt, hat eine 28 Euro gekostet. Und ja, wie gesagt, in 4 Monaten geht das Auto eh weg und dann sei es drum. Und mit dem Steckerfett, wie gesagt, natürlich ist es immer besser, da wieder gleich Steckerfett dran zu machen. Da ist es auch am besten, das von NKG gibt es wirklich eins selbst zu kaufen oder eben eins von Volkswagen oder VAG-Gruppe, weil es ist immer besser, da ein bisschen Steckerfett dran zu machen. Nur in meinem Fall war da jetzt noch genug dran. Und wie gesagt, das Auto geht in 4 Monaten weg. Also meine Baustelle ist es nicht mehr. Die in der Werkstatt haben zu mir gesagt, beim ersten Wechsel machen sie auch kein neues dran, beim zweiten Wechsel dann eh. Und ja, das ist es eigentlich. Wie gesagt, ich konnte jetzt mit meinem Endoskop nichts besonders Gutes feststellen oder Außergewöhnliches, aber auch nichts besonders Schlechtes. Also ich war positiv überrascht, dass die Ventile, also um die Ventile sehr sauber waren. Da war ich echt überrascht. Aber dass du natürlich innen drin, wo es dann in den Zylinderkopf reingeht, da hast du natürlich schon so feuchte Ablagerung gesehen. Aber wie gesagt, das will ich mir dann in einem Monat ungefähr nochmal anschauen und da dann auch mit einem besseren Endoskop, wo man da etwas besser um die Ecken gucken kann. So, das war mein kleiner Nachtrag zum Teil 2. Morgen gibt es dann um 16 Uhr Teil 3 und dann ist das Thema auch erledigt. Und wie gesagt, nicht vergessen, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder gerne was in die Kommentare schreibt. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein Abo da lassen. Also, ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend noch. Ciao. So, jetzt haben wir hier unsere Zündkerzen. Habe ich original bei Volkswagen gekauft. Das sind NKG-Kerzen. Top-Hersteller. Auch wieder der Kupferring. Immer mal schauen, ob man irgendwas an der Elektrode sieht. Ob der Abstand zwischen Elektrode und diesem Zündfinger eben richtig ist. Ob der nicht zusammengedrückt ist, dann Transportschaden hat. Ja, die sieht gut aus. Dann wieder unsere Verlängerung. Unsere Verlängerung. So. Vorsichtig rein. So. Immer wichtig, dass die Kupferdichtung dran ist. Jetzt vorsichtig reinkleiden lassen. Niemals eine Zündkerze in den Schacht fallen lassen. Weil dadurch kann sie die Elektrode zerstören. Jetzt drehen wir die Hand fest. Ja, sind viele Gewindegänge. So, Hand fest. Die nächste. So, auch wieder kontrolliert. Abstand sieht genauso aus, sieht gut aus. Dichtung ist drauf. Wie gesagt, nie rein fatzen lassen, weil es kann katastrophal enden. Und ihr merkt es erst, wenn er die Kiste anwerft. Aber was wir machen, ich tanke jetzt gerade mal eine Zeit lang nur Ultimate. Und dieser Reiniger, dieser Injektorreiniger, der ist dann jetzt durch. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal einen Monat an, wie der Brennraum dann aussieht. Ob dieses Angelöste, weil das hatte ich ja vor einer Woche noch nicht gehabt, ob das weg ist, ob sich das dann voll weggebrannt hat. Weil aktuell ist er ja noch im Lösprozess quasi. Also der Reiniger ist schon einmal durch, der Tank war jetzt einmal leer. Ich habe dann jetzt einmal Ultimate reingetankt, bin da jetzt auch schon wieder 300 Kilometer gefahren. Und also der Reiniger ist raus, ja. Jetzt ist halt nur noch Ultimate drin. Aber der hat ja auch eine reinigende Formel. So, die letzte.
So, wieder schauen. Sieht gut aus. So. Wie gesagt, das schafft man. Ja. Man muss es ordentlich machen, man muss sich Zeit lassen, gutes Werkzeug haben und dann schafft man das. Ja. Keine 0815 Zündkerzen, sondern kauft die Originalen. Ja, da hat jetzt eine 28 Euro gekostet. So. So. Ich habe gelesen, im Handwarmmotor 30 Newtonmeter kriegen die. Ich habe 30 eingestellt. Ja. So. Wie gesagt, jemand, der regelmäßig Zündkerzen anzieht, der hat das in der Hand. Ja, der fühlt das. 28, 30, 35 Newtonmeter, das hat der, macht er aus der Hand. Ich tue mich da ein bisschen schwer und deswegen lieber nach Herstellervorgabe. Ich habe 30 Grad herausgefunden und das fühlt sich auch gut an. Das war ja nochmal nachgezogen. Wie gesagt, da auch wichtig, dass ihr mit der Nuss da nicht reinknallt, weil kannst die Keramik kaputt machen. Ja, ist Feierabend. So, jetzt wieder unsere Spulen. Ich mache die jetzt auch nicht sauber. Das lassen wir alles so. Ich gucke, dass da kein Dreck dran ist. Und dann werden die wieder so reingesteckt, bis es floppt. So. Ich entschuldige mich auch jetzt schon für die Nebengeräusche, aber ich habe keinen anderen Platz gefunden, wo ich es machen kann. In der Werkstatt kann ich es nicht machen. Da kann ich nicht filmen. So. Spulen sind drin. So, jetzt wieder diese Stehmutter. Stehbolzen, Stehmutter, Alter, was ist denn los, Alter? Und die werden gut handfest angezogen. Also nicht überzogen, gut handfest. Ja. Aber das zeige ich euch einmal. So. Da am besten auch eine Verlängerung nehmen, dass sie hier an den Kraftstoff Drucksensor nicht hängen bleibt und den abreißt im schlimmsten Fall. So, jetzt haben wir langsam Widerstand. So, das ist bei mir handfest. Bisschen ein Ende in Sicht ist. Ja. Klar kann sie die noch weiter anziehen, aber ganz halt passieren, es macht Knack und die Zündspule ist aufgebrochen. Jetzt habe ich es gleich. So, mal gucken, ob die mir gerade sitzen. So. Ich kann mich noch erinnern, bei verschiedenen Audi-Modellen, da waren die früher nur reingesteckt. Da war da nichts geschraubt. Aber ich denke, da gab es dann wahrscheinlich immer Probleme, dass sie sich gelöst haben. Und dann kam es zu Zündaussetzern. Ne? Und dann, wenn die festgeschraubt haben, aber ich weiß nur, auch meine Eltern, ja, Audi A4 und so, die hatten da keine Schraube. Die konntest du auch so rausziehen mit der Hand. So. Wie gesagt, gut handfest. Nicht überdrehen. So, dann die Erdung drauf. Beziehungsweise, wir können jetzt auch schon mal überall den Stecker wieder drauf machen.
bis es klack macht. Klack, 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 klack. So. So, und dann kommt die Erdung drauf. So, Mütterchen, aufpassen, dass er nicht in den Motorraum reinfällt. Aber ihr müsst doch zugeben, wer macht denn solche Videos? Wer macht zu dem Auto so eine Videos? Findet sich doch kein Depp. Der einzige, der hier immer so Kackvideos macht, ist der hier nie wieder Cupra, ja. Erst hier rumposaunen, alle Scheiße, nie wieder Cupra und hin und her und alles Dreck. Und jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Er weiß auch nicht, was er will. Hier auch wieder dasselbe Spiel. Hand fest. So, von hinten fängt man an. So. Jetzt haben wir hier vorne noch, ich weiß nicht, ob es ein Temperatursensor ist, ob es ein Drucksensor ist. Auf jeden Fall ist das die Ansaugbrücke. Hier unten ist das die Drosselklappe. Und von da aus kommst du auch in den Ansaugbereich. Und da können wir mal schauen, wie das heute aussieht. Müssen wir den kurz rausdrehen. Das ist aber jetzt Glückssache, wenn wir da was sehen, weil ich habe kein lenkbares Endoskop. Und wenn ich da nicht... Halt, falsch. So. Und wenn ich nicht um die Ecke komme, dann komme ich halt nicht rein. Das war letztens Glück. Aber ich kann die Bilder mal einblenden vom letzten Mal. So. Aufpassen, Schräubchen nicht verlieren. Der ist dann nur so reingeklipst. So, so sieht er aus. Ich denke, das wird ein Drucksensor sein. Nee, wir lassen das. Oder? Nee, wir lassen das. Nicht, dass wir da drin diese Scheiben, da diese Plättchen kaputt machen. Wie gesagt, dafür habe ich das falsche Endoskop. Aber ich kann mal einblenden, wie das letztens aussah. Da hat man das gesehen. Mich hätte nur interessiert, ob das jetzt ein bisschen was gelöst hat. Aber es kann ja nichts lösen, weil... wie soll es denn da hinkommen? Ja, weil... Hier kommt ja kein Kraftstoff, klar findet ein Gasaustausch statt im Motor. Aber das kannst du vergessen. Ja, da hilft nur eine Bedi-Reinigung und guten Kraftstoff. So. Jetzt hat er hier wieder. So, klipp, klapp, Schraube rein. Und fertig. So, dann ist die, dann schmeißen wir mal die Kiste an. Mal, aber läuft auch nur handfest, Kunststoffgewinde. So, alles immer vom Motor, wenn man Motor anmacht, weil kann alles runterfallen. So, hier alles weg, dass nichts im Kühler reingezogen wird. Und mal Arbeit kontrollieren. So, ist der richtig drin? Passt. So, dann schmeißen wir mal die Karre an, hätte ich gesagt. Und dann gucken wir mal, wenn er nicht angeht, dann machen wir die Haube zu, dann war es das mit YouTube.
So, nervlich am Ende. Patient lebt. Zündkerzen gewechselt. Wir schauen uns das jetzt alles mal noch in der Nahaufnahme an. Und ja, schafft man. Kein Problem. Schade, dass man nicht in die Ansaugbrücke reingekommen ist. Dass die Anlassventile, dass die verkokt sind, das war mir klar, weil das wird nur richtig schlimm bei schlechtem Kraftstoff. Da blende ich mal Bilder ein, wie sowas aussieht. Und ich finde irgendeine Karre, die ja 95 Oktan oder E10 getankt hat, 65.000 Kilometer. Und dann vergleichen wir mal. Das mache ich, das bin ich euch schuldig. Wenn jemand ein Auto hat, gerne melden. Und ich würde sagen, wir schauen in einem Monat noch mal rein, wie jetzt diese Reinigung vonstatten gegangen ist. Ob man einen Unterschied sieht. Ja, schauen wir einfach mal. Also, jetzt geht's wieder hoch ins Studio.